Hallo, hier ist der Jan und ich neben mir sitzt auch ein Jan und Luna. Heute spielen wir Ex-Moto. Mit der oberen Pfeiltaste fährt man nach vorne, mit der unteren bremst man. Mit den beiden seitlichen geht man entweder nach rechts, nach hinten oder nach vorne. Dann muss man halt springen, über Sachen, über Hindernisse springen. Ah. Das sind Eisflächen, da kann man nicht hochfahren. Ja, das ist war eine Holzplatte. Ja, blöd gelaufen. Man muss halt aufpassen, dass man nirgendwo gegenfährt. Sich am besten nicht immer auf sich selber verlassen. Da gibt es eben steile Abhänge und gar nicht steile. Und dann muss man eben über hohe Sprünge springen. Und dann gibt es da hinten so einen Ball, das ist das Ziel. Und dann hat man es eben geschafft. Es gibt kurze Level, lange Level. Aber es gibt auch Level, die sind nicht nur lang oder nicht nur kurz. Sondern man denkt, man muss einfach nur mal kurz runterfahren und wieder hoch. Das ist in dem Level nicht der Fall. Hat man denn immer einen Motorradfahrer oder gibt es auch andere? Ja, das wollte ich jetzt gerade auch nochmal zeigen. Es gibt noch andere Figuren. Es gibt noch Strichmännchen im Schwarz-Weiß-Modus. Bei diesem Spiel gibt es ein Ziel und ein Ende immer. Start und Ende. Und ja, ich habe gerade verkackt. So, das war das Spiel Ex-Moto und wir freuen uns, dass ihr zugeguckt habt und tschüss. Tschüss.